Wenn man so wie ich einen Beruf nachgeht, der höchst anspruchsvoll ist und sicherlich auch in Teilen stressig ist, dann ist es schon schön, wenn man auch mal eine Stunde auf der Couch sitzt und ist Manager vom AC Parma. Von digitalen Spielen kann ich für meine Forschung lernen, was Medienwandel tatsächlich bedeutet, weil das, glaube ich, gerade eine mediale Form ist, die fundamental die Welt verändert. Ich will schon erreichen, dass Leute verstehen, dass es versteckte Mechanismen gibt, jetzt zum Beispiel bezogen auf Rassismen, denen wir nicht immer bewusst begegnen, die zwar vorhanden sind und auch immer vorhanden sind, strukturell vorhanden sind, die uns aber nicht bewusst sind. Für mich zählt zum Beispiel auch dazu, dass es Rassismus gibt, der sich verschleiert und sozusagen auch erfolgreich verschleiert hat über die Jahrhunderte und Jahrzehnte. Und da ist, glaube ich, dieser Ansatz, den ich wähle für mein Forschungsprojekt, sehr hilfreich. Ich bin schon auf Vorträge gefahren in andere Städte und bin dort vorgestellt worden als der Hip-Hop-Professor, den man sich eben nur in Berlin leisten kann. Und ich glaube, das passt dann sehr gut, ne? Das passt zum Bild der Stadt. Also in Berlin, da gibt's Hip-Hop, da gibt's jetzt auch jemanden, der das wissenschaftlich erschließt. Was wir natürlich immer benutzen in der Populärkulturforschung, ist natürlich, dass vieles, was wir heute als Hochkultur bewerten, Populärkultur war. Na, Shakespeare ist das Paradebeispiel. Mein Name ist Martin Lüthe und ich bin Einstein Junior Fellow an der Freien Universität Berlin.